Sie will nicht. Hallo, mein Name ist Daniel Obatz. Ich bin 26. Das ist Samira. Sie ist 2. Und wir sind von der Falknerei Palmenhorst in Krautostheim. Ja, und kurz zu meiner Geschichte, wie ich zu den Vögeln kam, oder besser, was die Vögel auch heute für mich sind. 2019 auf 2020 hatte ich einen Burnout. Das hat durch einige Jahre alles zusammengespielt, von Arbeit, von der Familiensituation, die Schwierigkeiten, die wir auch mit der Gärtnerei an sich hatten, dass ich mich überarbeitet habe und ja, die Ärzte haben es mir dann später auch so gesagt, zwar nicht die Lust am Leben verloren habe, aber das Leben überdrüssig wurde. Und nachdem ich auch meinen Nervenzusammenbruch hier hatte und mich dazu entschieden habe, ich brauche Hilfe, hat es in der Klinik erst Klick gemacht, als mir die Leute die Frage gestellt haben, was ist dir wirklich wichtig und wofür lebst du? Mein bestes Beispiel habe ich hier sitzen. Das ist Samira. Sie ist nicht nur ein Haustier, nicht nur mein Vogel, sondern mein Freund und mein Partner geworden, weil die Tiere und die Falknerei gerade auch den Auftrag, den ich damit machen will, der hat mich eigentlich wieder auf den Boden gezogen und mich zurückgebracht, sage ich. Weil ich gesagt habe, auch wenn ich aktuell nicht wirklich viel Spaß am Leben habe oder Ähnlichem, aber ich muss für meine Tiere da sein. Das ist meine Aufgabe, mein Job. Und meine Tiere tun mir und vor allem auch anderen Leuten was Gutes. Und wenn ich bei jemandem, der zu uns zu Besuch kam, die Freude oder die Faszination gesehen habe, wenn sie die Tiere einfach nur anschauen, dadurch habe ich mir gesagt, das ist nicht dein Beruf, das ist deine Berufung. Das musst du machen. Damit kannst du was Gutes tun. Und das hat mir wirklich geholfen, wieder gefestigt im Leben zu stehen und zu sagen, ich möchte morgens noch aufstehen und abends auch wieder einschlafen. Danke einfach für euch, weil das war ihr Verdienst. Ich habe mir selbst oft die Frage gestellt und mir wurde die Frage auch gestellt, wenn man am Tiefpunkt angekommen ist, wie kann man wieder hoch oder wie soll man weitermachen? Und ich muss sagen, es darf einem erstmal scheiße gehen. Man darf erstmal unten komplett zerstört sein am Boden. Aber schaut raus und schaut wirklich genau auf die Welt. Es gibt tausende Gründe für jeden, noch weiterzumachen. Das Schwierige ist tatsächlich, sie zu finden. Aber die Leute, die euch am nächsten stehen, Familie, Freunde, eure Haustiere, wie bei mir jetzt die Eulen, wenn man auf diese Kleinigkeiten achtet und diesen Kleinigkeiten die Chance dazu gibt, den Tag auch wieder besser machen zu können, dann kommt man wieder nach oben. Versucht's nicht allein. Richtet euch an die Welt, an das, was euch nahe steht, was euch als Kind vielleicht schon mal Spaß gemacht hat. Kein Mensch muss sagen, dass ihr in der Berufsschiene oder in dem Haus drin stecken bleibt, wenn es euch da nicht gefällt. Lebt euer eigenes Leben und macht weiter. Mit der Dauer, es wird besser. Auch wenn die Wunden sich nur verschließen, aber sie hören das Bluten auf. Ja. Ist okay. Ja, muss ich mal schmusen? Ist okay.